Meine Damen und Herren, mein Name ist Peter Dehne, ich bin Hochschullehrer an der Hochschule Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern. Hochschulen als regionale Akteure. Ich möchte Ihnen im Folgenden kurz etwas erzählen über unsere Erfahrungen der Zusammenarbeit zwischen Städten und Gemeinden, zivilgesellschaftlichen Akteuren, Betrieben und Unternehmen in der Region. Kennen Sie nodale Landeplätze? Den Begriff hat der amerikanische Soziologe Manuel Castells geprägt. Es sind Orte, an denen auf der einen Seite mit Projekten und Institutionen Anschluss an vor allem die globale Entwicklung und Netzwerke hergestellt werden. Es sind aber auch Orte, die andererseits in die lokalen Strukturen eingebettet sind. Diese Landeplätze können sowohl physische Orte sein oder Räume, als auch Ausdruck eines Austausches zwischen Akteuren unterschiedlicher kultureller Herkunft. Und so ein Austausch ist natürlich häufig auch durchaus spannungsgeladen, aber kreativ spannungsgeladen. Wir haben das an der Hochschule in der Brandenburg aufgegriffen. Und ähnlich unser Transferziel benannt, also unser Ziel, wie wir Wissen in die Region transferieren wollen, hineintragen wollen und wie wir uns wissenschaftlich engagieren wollen. Bei uns in der Transferstrategie heißt das so, unsere Vision. Unternehmen, Institutionen, Vereine und Verbände, Politik und Verwaltung kennen und schätzen die Mitglieder der Hochschule als kompetente und zuverlässige Partner sowie als Vermittler und Transformatoren zwischen ihren Bedürfnissen und internationalen Wissensbeständen. Am Ende steht dahinter die Idee der Hochschule als ein Wissensknoten, als ein Wissensknoten in der Region, wo vieles zusammenkommt. Wissen von außerhalb der Region, nationales, internationales Wissen, gute Beispiele, aber auch das Wissen in der Hochschule der Mitglieder und das Wissen in der Region derjenigen, die vor Ort sind, die Praxispartner sind, der Städte und Gemeinden, aber auch, wie gesagt, ganz normal das Wissen, was in der Bürgerschaft, in der Zivilgesellschaft vorhanden ist. Wir haben dafür eine Strategie erarbeitet und wir haben dafür angefangen, auch Strukturen zu erarbeiten, die dieses Wissen, diesen Transfer des Wissens auch organisieren. Und wir haben mittlerweile eine Reihe von Formaten, mit denen wir versuchen, auch in die Region hineinzuwirken, aber dies immer auch im Dialog und im gegenseitigen Austausch mit unseren Partnern in der Praxis. Ich möchte Ihnen das an drei Beispielen kurz erläutern. Die Region um Neubrandenburg ist eine Region, die dünn besiedelt ist und die auch eine der strukturschwächsten in Deutschland ist. Dörfer, kleine Gemeinden spielen eine große Rolle, zumindest in der Siedlungsstruktur. Und natürlich sind die kleinen Gemeinden mit ihren ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern häufig zunächst mal strukturell nicht so stark aufgestellt. Andererseits sehen wir immer wieder, dass dort schon eine Menge an Engagement und halt Alltagswissen vorhanden ist, was zum Nutzen der gesamten Gemeinschaft auch angewendet und umgesetzt werden kann. Das ist letztendlich auch unser Ziel mit der Idee Küsst dein Dorf wach. Es sind fünf Teilprojekte oder Bausteine, die sich über die Jahre aufgebaut haben und die wir über die Jahre, wie soll man sagen, in die Praxis gebracht haben. Dorfmoderation bedeutet, dass wir mit Kursen Kümmerer für das Dorf, also Dorfmoderatorinnen und Moderatoren ausbilden. Menschen, die letztendlich vor Ort mit ihren eigenen Projekten, ihren Verbindungen und Netzwerken die Lebensqualität in ihren Orten, in ihren kleinen Gemeinden stärken sollen. Mittlerweile läuft die vierte Runde der Ausbildung der Dorfmoderatoren und Moderatorinnen. Die Nachfrage ist groß. Wir könnten mehr machen. Aber am Ende ist es natürlich immer eine Frage der Finanzierung. Seit ungefähr 10 Jahren bin ich dabei, mit Studierenden in die Dörfer und Kleinstädte in der Region zu gehen.
Ich nenne das Ganze Unidorf. Es ist gemeinsam entwickelt worden mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald. Und die Idee, die dahinter steht, ist, dass Studierende vieles, was Dorfentwicklung und Stadtentwicklung anbetrifft und Dorfgemeinschaft und Stadtgemeinschaft, gar nicht im Hörsaal vermittelt werden kann. Letztendlich müssen die Studierenden eintauchen in die Lebenswelten, um zu lernen und um zu erfahren. Andererseits haben sie immer die Möglichkeit, natürlich auch zu untersuchen, zu reflektieren, zu diskutieren und andererseits ihre unverstellte Sicht der Dinge wieder zurückzuspiegeln in die Dörfer. Also Ideen zu produzieren, Empfehlungen zu geben, Wege zu weisen. Und die Erfahrung ist, dass die Studierenden anders gesehen werden als wir, die aus dem Elfenbeinturm der Hochschule kommen, die vielleicht auch als etwas arrogant und überheblich eingeschätzt werden. Studierende können etwas sagen und das trifft durchaus auf fruchtbaren Boden. Das dritte Projekt oder der dritte Ansatz, der dritte Baustein, ist das Antragscoaching. Auch hier haben wir eingebunden in ein landesweites Netzwerk angefangen, kleine Gemeinden, Akteure in den Dörfern, auch zivilgesellschaftliche Akteure zu stärken. Häufig geht es um Fördermittel und Antragstellung für Finanzierungsprogramme. Und die Idee, die wir hatten, war, dass wir nicht den Antrag schreiben, dass wir aber, wenn eine Ausschreibung oder eine größere Ausschreibung herauskommt, wir den Gemeinden und den Akteuren anbieten, sie darauf vorzubereiten, einen guten Antrag zu schreiben. Antragscoaching nennen wir es. Dabei geht es natürlich erstmal darum, Projekte und Ideen zu entwickeln für den Antrag, gemeinsam zu überlegen, ob es passt auf die Ausschreibung. Das ist ja auch schon nicht einfach. Und letztendlich bis zum Training für die Antragsschreibung. Also wie formuliert man richtig? Wie bringt man seine Idee auf den Punkt? Wie spitzt man zu? Und wie reduziert man das Ganze auf die wesentlichen Dinge? Oder letztendlich auch die Frage, wie stellt man einen guten Finanzierungs- und Zeit- und Ablaufplan auf? Das Antragscoaching war in der Vergangenheit durchaus erfolgreich. Wir haben etliche Vereine, Verbände oder auch kleinen Gemeinden geholfen, einen erfolgreichen Antrag zu stellen. Vorlesungen an besonderen Orten ist eher die Idee, dass aus der Kollegenschaft heraus Wissen und Wissenschaft stärker vor Ort getragen wird. Wir haben die Erfahrung gemacht, die Menschen kommen nicht in die Hochschule, sondern wir müssen rausgehen, wir müssen vor Ort gehen. Und wir suchen uns besondere Orte, Gutshäuser, Kirchen, vielleicht auch leerstehende Scheunen und suchen uns Partner vor Ort, um für deren Interessen gezielt zu berichten aus unserer wissenschaftlichen Arbeit. Mittlerweile gibt es Podcasts und Videos zu diesen Vorlesungen an besonderen Orten. Sie werden durchaus groß nachgefragt und es gibt eine Community, die von Ort zu Ort zieht und gerne kommt. Der jüngste Baustein ist das digitale Dorf. Seit ungefähr einem halben Jahr sind wir Transferstelle Digitalisierung im ländlichen Raum, digitales Dorf. Unterstützt werden wir vom Landwirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern. Und es geht darum, sozusagen auch wiederum Wissen in die Dörfer zu tragen, wie man Digitalisierung nutzen kann, um Lebensqualität zu stärken. In einem ersten Schritt geht es vor allen Dingen darum, Kommunikation, also digitale Kommunikation anzubieten und anzuleiten und dazu auch die Netzwerke vor Ort aufzubauen. Also das wäre das erste Projekt, Küss dein Dorf wach. Die Frage, und ich habe zu jedem Projekt am Ende eine Frage, die Frage für mich ist, auch heute immer noch, was bewirkt das eigentlich? Wie viel können wir erreichen vor Ort? Wie viel Unterstützung geben wir? Und bewirkt es tatsächlich etwas? Das zweite Projekt ist das Zukunftsstadtprojekt Lötz. Lötz ist eine Kleinstadt in Vorpommern mit gerade mal 4.000 Einwohnern. Das Amt Peenetal drumherum hat noch mal so ungefähr 2.000 Einwohner. Mit Lötz und dem Amt Peenetal arbeiten wir schon 10 Jahre an der Hochschule zusammen.
Angefangen hat es mit einem Modellvorhaben zur Raumordnung. Da ging es um regionale Daseinsvorsorge. Pinetal-Lötz war Teil von insgesamt einer Community von insgesamt 21 Regionen. Daraus hat sich später eine Partnerschaft entwickelt zwischen dem Amt der Stadt und der Hochschule. Wir haben teilgenommen am Wettbewerb Zukunftsstadt 2030 Plus des Bundesforschungsministeriums. Und wir haben gewonnen. In der ersten Runde waren es 51 Kommunen, in der zweiten Runde 23 Kommunen und in der letzten Runde, und da geht es um die Umsetzung der Ideen, die aus der Bürgerschaft entwickelt worden sind, sind es jetzt nur noch 8 Kommunen. 8 Kommunen dabei, die kleine Stadt und das Amt Lötz-Peenetal, dabei aber auch größere Städte wie Dresden, Lüneburg. In dieser Umsetzungsphase haben wir 4 zentrale Reallabore, die wir umsetzen. Zunächst mal geht es weiterhin um Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Wir hatten in den ersten Gruppen Arbeitsgruppen, Workshops, Veranstaltungen etc. zur Beteiligung. Daraus sind diese Ideen entstanden. Und wir wollen und machen das auch, diese Arbeitsgruppen und diese Beteiligungskultur auch weiterführen. Sehen aber, dass nach einer Pause zwischen der zweiten und dritten Antragstellung und jetzt bei dem Schritt in die Umsetzung, und es ist am Ende dann doch nicht die Umsetzung, die sich die Bürgerinnen und Bürger erwarten, weil es nicht Steine sind, sondern weiterhin Konzepte, dass bei diesem Schritt in die Umsetzung, wie auch viele verloren haben, also diese Anbindung an die ursprüngliche Beteiligungskultur und auch die Aktivitäten vor Ort, ist etwas verloren gegangen. Das macht uns schon gerade aktuell in der Situation zu schaffen. Daneben gibt es 3 große Leuchtturmprojekte. Das erste ist das Reallabor Generationenquartier. Es wird ein Quartier oder eine Hausgruppe neu gebaut, mitten in der Stadt, für alle Generationen. Mit Serviceeinrichtungen, mit einer Arztpraxis, aber auch mit altengerechten Wohnen, barrierefreien Wohnen und Orten der Begegnung mitten in der Stadt. Das ist sozusagen das Reallabor, was vor allen Dingen auf die Peenetaler und Lötzer ausgerichtet ist. Die anderen beiden Reallabore, die Kreativstärke und Danja in Lötz, sind eher auf aufmerksam ausgerichtet und darauf, dass neue, auch Kreative mit ihren Ideen in die Stadt hineinkommen, zuziehen und auch diese Ideen in die Stadt hineinbringen. Reallabor Kreativstärke knüpft an einen Ort an, eine alte Stärkefabrik in der Stadt, mit der natürlich auch viele Peenetal-Lötzer etwas verbinden. Und über ein Festival und über einen Wettbewerb, da geht es um, wie soll man sagen, um neue Ideen, aufbauend auf dieser Stärke-Idee, soll Lötz interessant werden, bekannt werden und wie gesagt auch neue Ideen in die Stadt hineingebracht werden. Dieser Wettbewerb ist so ausgerichtet, dass es Tandems gibt zwischen Studierenden und Unternehmen, Handwerker, Handwerkerinnen, Betrieben aus Lötz und der Region. Und diese Tandems jeweils immer neue innovative Produkte für Lötz entwickelt werden sollen. Und das Ganze natürlich in Form eines Wettbewerbs stattfindet. Und dann gibt es noch das Reallabor Dein Jahr in Lötz. Es war ein großer Wettbewerb. Menschen, Kreative, Tandems, immer 2 zusammen. Meistens aus den Städten aus Greifswald, Rostock, Berlin und Umgebung konnten sich bewerben mit kleinen Videoclips. Und sie konnten sich bewerben, darum ein Jahr in Lötz zu wohnen. Es gibt ein Haus, was sie zum Teil dann auch sanieren und renovieren sollen. Und sie sollen vor allen Dingen aus diesem Haus heraus auch Angebote für die Gemeinschaft, ne, mit ihrem eigenen Stärken, kreativen Stärken und Wissen entwickeln. Dafür gibt es auch eine finanzielle Unterstützung. Auch hier stellt sich natürlich eine Frage aus Sicht der Hochschule. Und für mich ist die entscheidende Frage, wie wird die Hochschule denn tatsächlich vor Ort gesehen? Wir erleben das auch in anderen Projekten immer wieder, dass wir natürlich als jemand betrachtet werden, der
über Empfehlungen, über Ratschläge, über Gutachten sein Wissen weitergibt und vermittelt. Also es werden Erwartungen an uns herangetragen, aber gleichzeitig auch unterschwellig immer die Frage, naja gut, okay, wir hören uns das mal an, passt das letztendlich in unsere Lebenswelten und passt das zu unseren Lebenserfahrungen dazu? Also diese Akzeptanz vor Ort und diese Augenhöhe, das miteinander vertrauensvoll zu reden und zu diskutieren, ist ein ganz entscheidender Punkt, der auch eine lange Zeit braucht, bis er funktioniert. Und das dritte Projekt, was ich kurz vorstellen will, ist das Wissensportal der Transferstelle Daseinsvorsorge. Die Transferstelle Daseinsvorsorge ist eingerichtet worden im Rahmen eines größeren Projektes Hochschule in der Region. Und Ziel der Transferstelle ist es auch wiederum, Wissen vor allen Dingen zum Themenfeld Daseinsvorsorge in die Region hineinzutragen und auch hier in den Dialog natürlich zu kommen und nicht einfach nur erzählen, wie es geht. Vieles läuft über Beratung, über Austausch, über gemeinsame Projekte, über die Moderierung von Prozessen etc. Aber wir haben auch gesagt, es ist wichtig, natürlich, dass man zu Wissensbeständen Zugang hat. Deswegen haben wir im letzten Monat ein Wissensportal freigeschaltet. Ein Portal, wo man zu verschiedensten Bereichen der Daseinsvorsorge, Leitfäden, Literatur, Projekte, Netzwerke, gute Beispiele, aber auch Anmerkungen zu Herausforderungen und Zielen und zu Strategien und Lösungsansätzen bekommt. Die Idee ist natürlich, dass man hier sich sozusagen einsteigen kann in die Themen, sich weiterklicken kann und natürlich auch weitervermittelt wird auf andere wichtige Informationen, die es im Netz dazu gibt. Aber nicht die ganze Breite, sondern gezielt auch zu den Dingen, die man tatsächlich braucht. Wie gesagt, das Wissensportal gibt es seit einem Monat. Es ist immer wieder in unseren Gesprächen gefordert worden und wir werden sehen, wie es funktioniert. Und auch dahinter steht wieder eine Frage. Wie kann Wissen vermittelt werden? Wie funktioniert das? Wie kann man voneinander lernen, aber wie kann man auch Wissensbestände, die es gibt, vermitteln an diejenigen, die die Erfahrung und dieses Wissen auch brauchen? Zum Abschluss möchte ich noch ganz kurz auf dieses Projekt Hochschule in der Region eingehen. Es ist ein Projekt der BMBF Förderinitiative Innovative Hochschule, läuft von 2018 bis 2022 mit 12 Teilvorhaben in der Hochschule Neubrandenburg und über 80 Partnern in der Region. Mittlerweile arbeiten fast 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den einzelnen Teilvorhaben. Und dazu gibt es eine etwas größere Management-Einheit, die versucht zu koordinieren, zu managen, zu organisieren, die Verbindung nach außen und in die Hochschule herzustellen, aber auch natürlich Kommunikation und Information gut aufzubereiten und zu vermitteln. Es ist für unsere Hochschule eines der größten Projekte, die wir in den letzten Jahren akquiriert haben und die wir haben. Und dahinter steht natürlich immer auch dann die Frage, wie lässt sich das alles organisieren und kommunizieren? Nicht nur dieses große Projekt, sondern grundsätzlich diese Vision, die ich am Anfang genannt habe. Also wir wollen ein Wissensknoten in der Region sein. Das muss natürlich sowohl in die Hochschule als auch außen für externe Akteure, für unsere potenziellen Partner vermittelt werden und dargestellt werden. Und manches, was wir machen, ist dafür viel zu kompliziert und es ist schon eine Herausforderung, hier die richtigen Wege nicht nur der Organisation, sondern am Ende auch der Kommunikation zu finden. Andererseits zeigen die vielen Anfragen, die wir mittlerweile haben, dass wir hier auf einem guten Weg sind. Am Ende möchte ich kurz drei Faktoren für Gelingen oder Nicht-Gelingen dieser Zusammenarbeit nennen. Drei Faktoren, um stark zu sein gemeinsam. Das erste ist gegenseitige Resonanz. Resonanz ist immer gegenseitig und für mich ist das ein ganz zentraler Faktor. Man hat eine Idee, ein Projekt, einen Ansatz, spricht mit Partnern und das Entscheidende ist, dass natürlich auch so etwas aufgenommen wird, reflektiert wird und Meinungen zurückgegeben werden dazu.
Das gilt grundsätzlich für Zusammenarbeit. Also von daher, Resonanz ist ganz entscheidend und häufig einer der Faktoren, warum es nicht funktioniert. Zweitens, stabile Netzwerke des Vertrauens. Wir haben grundsätzlich, oder sagen wir mal eher so, einer unserer Grundsätze ist, möglichst mit größeren Projekten aufzubauen auf Vorläufen, auf Kontakten, auf Netzwerken, die schon vorhanden sind, weil immer erst dieses Vertrauen aufgebaut werden muss, damit die Zusammenarbeit auch gut funktioniert. Am Beispiel von Lötz habe ich das versucht zu zeigen. Also stabile Netzwerke entstehen auch natürlich auch über eine Zeit. Und das ist der dritte Punkt, Kontinuität der Zusammenarbeit und der Person. Es geht nicht darum, das eine große Projekt mit Partnern zusammenzumachen, sondern häufig geht es auch darum, die kleinen Projekte und die kleinen Schritte immer wieder hintereinander aneinander zu reihen und gemeinsam voranzugehen. Natürlich mit einem Ziel im Auge, also meinetwegen Lebensqualität im Ort zu stärken. Oder an der Hochschule das Wissen über ländliche Räume und Daseinsvorsorge weiter auszubauen und zu generieren. Andererseits ist natürlich gerade die Frage der Kontinuität von Personen immer ganz entscheidend. Sowohl an der Hochschule wechseln Personen, als auch in den Kommunen und in den privatwirtschaftlichen oder zivilgesellschaftlichen Institutionen. Und brechen wichtige Partner, wichtige Personen weg, wird es häufig schwierig. Meine Damen und Herren, so viel im Kurzdurchgang und so viel als Zusammenfassung in Form von drei Faktoren für Gelingen und Nichtgelingen und als Grundlage für unsere weitere Diskussion in der Arbeitsgruppe. Ich bedanke mich.